Ja, spiele gerne Schach, vor allen Dingen Fernschach. Das ist eine Schachform, wo man die Züge per E-Mail übermittelt oder auch im Internet über Fernschachserver. Und man lernt viele Gegner kennen, man spielt Turniere und hat da internationale Gegnerschaft. Also man ist, sag ich mal, als Schachspieler Analytiker. Das ist man in gewissem Sinne auch als Anästhesist. Man analysiert eigentlich ständig die Situation, die man vor sich hat. Und von daher würde ich da absolut Parallelen auch ziehen. Ja, ich komme zur Arbeit, ziehe mich halt um und erscheine dann auf der Intensivstation. Da findet die Besprechung statt, die Frühbesprechung. Das heißt, der diensthabende Anästhesist, der über Nacht vor Ort war, erzählt, was in der Nacht gewesen ist mit den Patienten auf der Intensivstation und eventuell Neuaufnahmen. Das wird am Patientenbett besprochen und anschließend besprechen wir dann den OP-Plan. Die einzelnen Kolleginnen und Kollegen werden dann eingeteilt für die Säle und dann geht's in die Säle. Der Narkoseablauf sieht so aus, dass man den Patienten an der Schleuse zunächst begrüßt, abfragt die Personalien, die OP, damit es keine Verwechslungen stattfinden können. Anschließend wird der Patient in den Einleitungsraum gebracht. Dort wird die Herz-Kreislauf-Überwachung angeschlossen, also EKG, Blutdruckmessung. Wir legen einen intravenösen Zugang und wenn eine Vollnarkose geplant ist, leiten wir die Narkose dann ein und der Patient schläft. Man muss im Prinzip den Patienten ständig im Blick haben, die Körperfunktion, die Kreislaufwerte und muss natürlich auch mit den Operateuren in Kontakt stehen, weil Ereignisse wie Blutungen zum Beispiel direkte Einflussnahme natürlich auch auf die Narkose haben. Für mich ist das ein Traumberuf, Anästhesie machen zu dürfen, weil die Herausforderungen sehr groß sind, aber ich denke auch, diesen Herausforderungen gerecht werden zu können. Ich muss als Anästhesist rechtzeitig beginnen, die Narkose auszuleiten. Das heißt, ich muss über das operative Geschehen up-to-date sein, spontanisiere den Patienten dann. Das heißt, wenn der Eingriff es zulässt, lasse ich ihn schon spontan atmen und flache die Narkose dann mit ab, sodass der Patient im Optimalfall relativ zeitnah nach der Hautnaht wach wird. Das schönste Feedback ist ein Patient, der die Augen aufschlägt und sagt, ich habe gut geschlafen. Es ergibt sich auch, dass man zwischen zwei OPs mal eine kurze Pause einlegen kann, sodass man dann schon ein bisschen Abstand gewinnen kann. Der Bereich Schmerztherapie und Palliativmedizin ist eng miteinander verzahnt. Wir haben hier am Krankenhaus eine schmerztherapeutische Praxis, wo wir sehr viele Patienten ambulant betreuen. Der lebenserhaltende Aspekt steht natürlich in der Anästhesie schon im Vordergrund und man muss sich auch gedanklich damit auseinandersetzen, dass man in der Palliativmedizin andere Schwerpunkte setzen muss. Es geht in der Palliativmedizin eigentlich darum, Symptome zu kontrollieren, dem Patienten möglichst viel Lebensqualität zu geben für die Zeit, die ihm noch verbleibt. Also nach der Arbeit fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause. Die Wegstrecke ist ungefähr 30 Minuten. Das gibt mir Gelegenheit, ein bisschen abzuschalten. Ich kann ein bisschen die Natur genießen, wenn ich durch die Felder radle und komme dann im Prinzip entspannt zu Hause an.